Lasst los. Ihr solltet nicht hier sein. Geht! Wegen eines kleinen Ausbruchs von Pestilenz muss die öffentliche Messe mit dem Kardinal leider verschoben werden. Betet für seine Genesung und für die Bestrafung des unwichtigen kleinen Dorfes, in dem er sich angesteckt hat. Ezio! Vater! Was ist passiert? Ein bisschen Prügel, sonst geht's mir gut. Wo sind deine Mutter und Schwester? Jetzt sicher. Sind sie bei Annetta? Ja. Wartet. Ihr wusstet davon? Nicht so jedenfalls und nicht so bald. Nun ist es egal. Was meint ihr denn? Erklärt! Wir haben keine Zeit. Hör gut zu. Geh zurück zum Haus. Im Büro befindet sich eine Geheimtür. Nutze dein Talent, sie zu finden. Dahinter steht eine Truhe. Nimm alles mit, was du darin findest. Vieles wird dir sicher seltsam erscheinen, aber alles ist wichtig. Hast du das verstanden? Ja. Gut. Unter anderem ist da ein Brief und dabei einige Dokumente. Diese Dokumente musst du Signor Alberti bringen. Er war heute Morgen bei mir im Büro. Der Gonfaloniere, ich weiß. Nun bitte, sagt mir, was los ist. Stecken die Pazzi dahinter? Am Taubenschlag war eine Nachricht für euch darin. Geh, Ezio. Geh jetzt. La Jude, haltet ihn auf! Sofort! Eine merkwürdige Art der Fortbewegung. Unverarbeiteter Wolle, eine Sondersteuer von einem extra Hundertstel erhoben. Die Einnahmen dienen dazu, die Sicherheit auf den Straßen der Republik zu gewährleisten. Jetzt dann auf der Ruhe. Vater sagte, dass es hier eine Tür gäbe. Ich muss das zu Signor Alberti bringen. Ja.
Ezio Auditore? Was willst du hier zu dieser Stunde? Ich weiß nicht. Warte, Junge. Atme durch. Sammle deine Gedanken. Mein Vater und meine Brüder wurden verhaftet. Ich soll euch das hier bringen. Ah. Jetzt verstehe ich. Nur ein Missverständnis, Ezio. Ich werde alles aufklären. Wie? Die Dokumente, die du mir brachtest, enthalten Beweise einer Verschwörung. Gegen deine Familie und gegen die Stadt. Ich werde die Papiere morgen bei der Anhörung vorlegen. Und sie sind frei. Hab Dank, Signore. Natürlich, mein Kind. Brauchst du einen Ort zum Schlafen? Du bist hier stets willkommen. No, grazie. Ich treffe euch auf der Piazza. Keine Sorge, Ezio. Alles wird wieder gut werden. Edle Preise für edle Waren. Rüstungen wie für einen Kaiser. Und Preise auch. Oh, bitte. Ich gehe. Ich bin schon fort. Ist der betrunken? Die Gebäude der Stadt zum Spaß erklimmen. Obwohl dies nicht per se verboten ist, ist es doch nur so lange unterhaltsam, bis jemand dabei ernsthaft verletzt wird. Was treibt denn dazu sich so ab? Aufzuführen! Die Arte del Cambio warnt ihre Mitglieder vor der Familie Bentivoglio aus Bologna. Erhebliche Rückstände bei einem unserer geschätzten Mitglieder führten zu dieser drakonischen Maßnahme, die bis zur vollständigen Bezahlung... Giovanni Auditore! Ihr und eure Komplizen seid des Hochverrats angeklagt! Habt ihr irgendwelche Beweise, diese Anklage zu entkräften? Ja, die Dokumente, die euch letzte Nacht gebracht wurden. Ich weiß leider gar nichts von solchen Dokumenten. Er lügt! Ich muss näher ran. In Ermangelung zwingender Beweise für das Gegenteil lautet mein Richterspruch schuldig. Und so verurteile ich euch und eure Mitverschwörer zum Tode. Du bist der Verräter, Uberto, einer von denen. Heute nimmst du unsere Leben, aber dafür werden wir deines haben. Ich schwöre, wir werden... Vater! Dort! Ergreift ihn! Er ist einer von ihnen! Dafür werde ich dich töten! Wachen! Ergreift ihn! Aber Tettin. Lauf jetzt los, Junge. Und zwar schnell.